Hallihallo, ihr lieben Fräulein Jens, zu einem neuen Food Haul von mir. Ja, die Geburtstagswoche geht weiter und ich hoffe, ihr habt Spaß bisher. Und ja, genau. Jetzt war ich gerade unseren Einkauf machen, der allerdings diese Woche im Gegensatz zu den normalen Einkäufen kleiner ausgefallen ist, denn ich muss ehrlich zugeben, letzte Woche, ich war extrem kochfaul. Wir hatten einen Terminmarathon, vom einen Termin zum anderen gehetzt und dann auswärts gegessen oder mal nur kalt gegessen und ruckzuck hat man einfach ja haufenweise Gerichte übrig, die man dann mit in die neue Woche nimmt. Aber ich zeige euch selbstverständlich wie immer unseren Einkauf und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, Handy ist griffbereit. Dann machen wir wie immer erstmal den Wochenplan. So, bei uns wird heute gegrillt. Miep, miep. Der Ton ist echt cool, gell? Genau, also bei uns wird heute gegrillt, denn wir hatten gestern schon gegrillt, aber ich habe noch ganz viele Grillsalate übrig. Da liegt es auf der Hand, dass wir dann heute nochmal grillen. Ich habe euch nämlich die Grillsalate abgefilmt. Das war auch ein Videowunsch von euch. Genau, dann gibt es bei uns von letzter Woche Kartoffel, Spinat und Spiegelei. Dann haben wir einmal Chili mit Reis auf dem Plan stehen. Miep, miep. Jetzt piept jede App einmal durch, ne? Genau, Chili mit Reis wurde sich gewünscht. Dann gibt es einmal für die Kinder normale Crepe. Für uns Erwachsene gibt es Protein-Crepe mit Schinken und Käse. Dann dazu Salat. Dann gibt es bei uns Maultaschen von letzter Woche noch. Und ebenfalls von letzter Woche habe ich noch Schinkennudeln und Gurkensalat auf dem Plan stehen. Und Pizza. Ansonsten habe ich noch für ein, zwei Rezepte eingekauft, die mir so spontan wieder eingefallen sind. Und jetzt muss ich mal gucken. Okay, nee, jetzt musste ich gerade mal gucken, weil ich habe eine Bestellung in Auftrag gegeben und da muss ich mich jetzt gleich dringend melden, dass das alles so funktioniert, weil ich das so schnell wie möglich haben möchte. Übrigens, ich empfehle euch wirklich, hat jetzt nichts mit Food Haul zu tun, wenn ihr irgendwas braucht, schaut wirklich immer erstmal örtlich. Ich wollte was im Internet bestellen, das war so schweineteuer und der Expressversand nochmal 36 Euro. Ich wollte was drucken lassen. Genau, was richtig cooles. Ich kann es nur jetzt leider nicht sagen, was ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall war ich dann hier in der örtlichen Druckerei und wisst ihr was? Das Ganze kostet mich 20 Euro weniger und 36 Euro Versand. Habe ich mir auch gespart, dementsprechend 56 Euro Ersparnis gegenüber im Internet bestellen. Also Internet ist nicht immer günstiger, es ist verrückt, ne? So, legen wir los, Kühlprodukte, tada! Sophiechen wollte, dass ich ihr nochmal diese Nudeln mitnehme von Alberto, sind die Macaroni al Forno. Da steht sie einfach drauf und ich wurde gefragt, warum gibt es dazu böse Kommentare? Ganz einfach, weil es ein Fertiggericht ist. Ja, deshalb. So, dann habe ich Eis gekauft im Angebot. Ihr wisst ja, bei Angebot, gerade Eis schlage ich immer zu, weil meine Kinder lieben Eis. Sobald die Sonne rauskommt, ist es vorbei. Dann wird hier Eis gefuttert, was das Zeug hält. Deshalb habe ich einmal Pirolo mitgenommen. Das sind diese Wassermelonen-Eisteile. Und dann einmal Bum Bum. Erinnert einen irgendwie so ein bisschen an die Kindheit, ne? Bum Bum Eis ist halt schon geil. Natürlich mit Original-Kaugummi-Stiel, ne? Ist klar. So, dann noch was Tiefkühl. Ich habe mir Heidelbeeren mitgenommen von Edeka Bio. Ich wollte mir mal einen leckeren Grießbrei machen, vielleicht so ein Protein-Grießbrei und ein paar Heidelbeeren dazu. Früher gab es die immer im Glas, wo die so eingelegt waren. Das war dann halt noch so mal süßer. Das habe ich ganz verzweifelt gesucht bei Edeka, gab es nicht. Dann wollte ich Preiselbeeren nehmen. Ey, die haben ja unglaublich viel Kalorien, also zumindest die im Glas halt. Ey, das war so krass. Und die haben jetzt 100 Gramm 62 Kalorien. Ich dachte halt, so ein paar zum Grießbrei ist bestimmt sehr, sehr lecker. Und wo wir gerade bei Grießbrei sind, ich habe mir einmal nochmal den High-Protein Pudding Grieß mitgenommen mit 30 Gramm Protein pro Becher und der war nämlich im Angebot für 1,99 €, ist eigentlich immer noch recht viel, ne? Deshalb werde ich mir den dann wahrscheinlich auch selbst machen. Nur mal gucken, da gibt es ja bestimmt unglaublich viele Rezepte. Ich will wieder ein bisschen mehr drauf achten. Ich muss sagen, ich habe es nach dem Urlaub schleifen lassen, also ich habe trotzdem meinen Intervallfasten gemacht, aber ich war mir den Kalorien schon so ein bisschen larifari und ich will jetzt einfach
ich muss jetzt einfach wieder richtig reinkommen und weitermachen. Und deshalb, ja, Proteine sind natürlich, oder Eiweiß halt, ne, ist halt einfach wichtig. Nicht nur beim Abnehmen, sollte man halt auch so zu sich nehmen. Und da will ich jetzt einfach wieder vermehrt drauf achten, dass ich da genug von habe. Genau. So, dann habe ich mir noch einen Hirtenkäse mitgenommen. Also ihr kriegt da heute so ein paar Rezeptideen. Die Light-Version, da hat der ganze Käse 320 Kalorien. Ich dachte, ne, den in Auflaufform, dann so ein bisschen leckeres Gemüse drüber, Paprika, Tomate, Peperoni, was man halt immer da hat, Knoblauch, Zwiebeln und ja, in den Backofen, das schmeckt so lecker, weil der dann so richtig weich und so knatschig wird. Ich mag das total gerne, deshalb habe ich den mal mitgenommen. Dann einmal geriebenen Gouda habe ich mitgenommen, 100 Gramm haben. Trotzdem 269 Kalorien, also muss man echt aufpassen, ja, für unsere Protein-Crepe. Vielleicht mache ich aber auch Proteinwaffeln, das weiß ich noch nicht. Da kann man ja auch in den Teig schon Schinken und ein bisschen Käse reingeben, im Waffeleisen ausbacken. Ich finde, manchmal sind Waffeln sättigender als Crepe. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber naja. So, dann habe ich die streichzarte, ungesalzene Butter mitgenommen. Unsere Letter Extra Fit gab es diese Woche nicht und deshalb ja die hier, die war im Angebot. Ja. So, dann habe ich zweimal Eier wieder mitgenommen für ein Rührei oder bei uns kommt es ja in die Maultaschen. Muss ich nachkaufen, der Janis hat letzte Woche ziemlich viel Spiegelei gemacht. So, dann durfte noch einmal Quark mit. Brauche ich für die Protein-Crepe, da kommt Quark rein. Ich werde euch auch übrigens für diese Woche nochmal ein Food Diary abfilmen, weil ich einfach so viele Ideen gerade habe und da wird, glaube ich, so Food Diary ganz gut passen. Vielleicht auch mal ein Zweitages-Food Diary, ich muss mal gucken, so irgendwie bastle ich euch für diese Woche auf jeden Fall noch was zusammen. So, und dann habe ich wieder mitgenommen diesen Paprika-Quark von Milram, das habe ich euch im letzten Food Diary gezeigt. Ein paar Gurkenscheiben oder Paprika da rein dippen. Das schmeckt so, so geil. Das ist ein Snack, der nur ganz wenig Kalorien hat und der ist echt richtig lecker. Der war im Angebot. Habe ich gleich einen mitgenommen. Warum habe ich nicht mehr mitgenommen? Naja, auf jeden Fall hat der 128 Kalorien auf 100 Gramm. 100 Gramm ist mehr als ein halbes Teil. Also kann man gut mit snacken. So, Tütchen von den Kühlprodukten ist tatsächlich schon leer. Ich sage euch ja, es ist nicht so viel. Was ich schon eher gebraucht habe, frische Produkte, die sind uns ausgegangen. Und zwar habe ich wieder eine Wassermelone mitgenommen, 4,99 das Stück, die ist auch ordentlich schwer. Meine Kinder lieben es. Dann habe ich mitgenommen einmal Rucola, weil ich will mir wieder meinen leckeren Thunfischsalat machen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch den schon mal abgefilmt hatte oder habe ich den auf Instagram gezeigt. Ich blicke manchmal ehrlich gesagt selbst nicht durch. Auf jeden Fall einmal Rucola. Dann habe ich noch einen Eisbergsalat mitgenommen, weil ich ja Salat zu den Crepes machen wollte. Da gibt es dann so einen gemischten Salat. Dann habe ich gleich zweimal Äpfel eingekauft, insgesamt 12 Stück. Und was auch wieder viel mit dürfte, 2 Kilo Bananen. Jawohl, ja, ich esse abends ganz gerne im Moment einfach nur eine Banane mal. Und manchmal, wisst ihr ja, mache ich mir so ein bisschen dunkle Schokolade drüber, einfach damit der Heißhunger da auch so ein bisschen gestillt ist. Und was natürlich beim Wocheneinkauf auch nie fehlen darf, sind Erdbeeren. Und die sehen heute so gut aus. Oh, ich bin am Fasten, ich darf noch nicht, aber oh, wie die glänzen allein schon, da hat man einfach richtig Lust drauf zu beißen. So, dann habe ich mitgenommen wieder Trauben, jawohl, ein Paket. Und ganz wichtig, Knoblauch, der ist mir tatsächlich ausgegangen. Das musst du euch mal vorstellen. Ich finde, ohne Knoblauch in der Küche, ey, es geht einfach gar nicht klar. Und dann habe ich noch 3 Salatgurken eingekauft zum Snacken für Gurkensalat, whatever. Ich habe aber auch noch 3 in der Truhe. In der Truhe? Nee, im Kühlschrank. Da habe ich übrigens noch so, die soll ich jetzt endlich mal hier behalten. Die habe ich euch letzte Woche schon gezeigt. Meine Freundin hat mir Becher gebracht und da gibt es dann so Deckel dazu, dass nichts reinfliegt draußen halt, ne? So, dann machen wir schon weiter mit der letzten Tüte. Da war da noch was bei Edeka im Angebot für 1,11 €. Und zwar Chio Chips. Da habe ich jetzt mal 2 Pakete mitgenommen. Und ihr wisst, nein, ich esse die nicht. Wobei ich sagen muss, die da, die schmecken mir auch total gut. Das sind Chio Hot Pepperoni Chips. Die sind echt lecker, aber nein, verzichten wir drauf. Und einmal Chio Red Paprika Chips. Da habe ich auch noch ein Paket mitgenommen. Dann für die Kids eine Roggenmischbrot dufte dann auch noch mit. Und
wieder nachgekauft. Einmal Milchbrötchen. Ja, jedenfalls für die Kinder. Da muss ich mich auch so ein bisschen zügeln. Weil wusstet ihr, dass es saugut schmeckt, wenn man Milchbrötchen in den Kaffee tunkt? Das ist echt lecker. So, und dann habe ich wieder ein Dinkel-Sandwich-Toast eingekauft. Jawohl. Wir sind auch schon bald am Ende. So, hier habe ich dann noch ein Paket Reis, weil zum Chili wurde sich Reis gewünscht. So haben wir es auch immer in der Türkei gegessen. Und was ich mir jetzt mitgenommen habe, das habe ich vor ganz langer Zeit mal probiert und irgendwie hatte ich heute mal wieder Bock drauf. Das ist ein Bio-Früchtetee von Pfanne, ohne Kalorien, ohne Zucker, ohne Süßstoffe. Und den kann man ruhig zwischendrin mal trinken. Ihr wisst ja, ich schwöre ja auf Holy, aber ab und zu einfach mal für einen anderen Geschmack habe ich mir den jetzt mal mitgenommen. Eine Flasche. Dann Zartbitter Kuvertüre habe ich noch ein Paket mitgenommen für mein Obst, was ich euch ja eben gesagt habe. Ne? Da mache ich immer so 20, maximal 30 Gramm. Das ist völlig ausreichend. Übers Obst drüber oder über die Quarkbowls. Was auch immer. So, einmal Nutella für die Nutella-Grip. Sophie bekommt wieder Spielbesuch und es wird sich immer Nutella-Grip gewünscht. Was anderes darf ich nicht auf den Tisch stellen. Immer Grip, Grip, Grip. So. Und dann habe ich dem Janis noch solche Mini-Salamis für die Schule mitgenommen. Die hat er sich gewünscht. Und, ach so, ja, dann habe ich noch was. Da überlege ich schon ganz lange, ob ich es mitnehmen soll. Mal, jetzt war es im Angebot. High-Protein-Grieß-Pudding mit 20 Gramm Protein. Ja, genau. Ich dachte, ich teste den jetzt einfach mal. Wie gesagt, im Angebot war er für 99 Cent. Ansonsten denke ich, kann man sich ja einen Protein-Grieß-Pudding rein theoretisch selbst machen, indem man den einfach mit Proteinpulver noch so ein bisschen anrührt, oder? Ich weiß es nicht, ich muss mal gucken. Aber wir waren wieder getestet. Und für die Kinder dann High-Protein-Küchlein Schoko. Hat auch, wobei, müssen ja nicht nur die Kinder essen, hat 10 Gramm Protein pro Küchlein. Und Kalorien hat es 150. Es geht eigentlich. Ach nee, nicht mal. Da steht, 100 Gramm Portion haben 150 Kalorien. Da sind ja aber nur 50 Gramm in dem Päckchen drin. Cool. Seht ihr, ich habe das gegrillt, habe nicht mal gesehen, dass das halb Protein ist. Muss ich testen. Das ist ganz klar. Wahrscheinlich zeige ich es euch dann auf Instagram, wie es gemundet hat. So, dann habe ich noch Tomatenmark für das Chili mitgenommen. Und ebenfalls fürs Chili geschälte Tomaten kommen ja da rein. Dann habe ich mir zum Grießbrei-Essen noch was mitgenommen. Oder ich muss auch mal diesen, wie heißt er? Milchreis. Milchreis habe ich bei der Vanessa Nicole gesehen. Protein-Milchreis. Und sie hat noch geschrieben, ich werde die nächsten Tage nichts anderes essen. Weil der so sahnig geschmeckt hat, obwohl keine Sahne dran war. Denn sie hatte ein Protein mit Sahnegeschmack anscheinend. Ja, jetzt ist mir das leider von Moa schon ein bisschen arg teuer. Ich weiß, da gibt es immer Rabattcodes, aber trotzdem hat jemand irgendwie eine Alternative. Weil ich will es ja erstmal probieren. Vielleicht schmeckt es mir nicht, dann habe ich einen Haufen Geld in den Sand gesetzt. Finde ich auch immer doof. Aber falls da irgendwie wer eine Alternative weiß, schreibt es mir gern. Ansonsten könnte ich ja auch mal bei Amazon oder so gucken, ja. So, auf jeden Fall habe ich mir dann zu Grießbrei und Milchreis Sauerkirschen mitgenommen. So ein kleines Glas. Ich bin die Einzige, die das hier gerne isst. Und da ist ein kleines Ausreichen. Und was ich mir auch mitgenommen habe, Mandarinen-Orangen, weil die gehen auch voll klar. 100 Gramm haben gerade mal 49 Kalorien. Kann man auf jeden Fall mal machen. Genau, so, das war das. Dann für meinen Thunfischsalat. Oder ich möchte mir auch mal einen Thunfisch-Dip machen. Habe ich mir jetzt zweimal eine Dose Thunfisch mitgenommen. Immer den im eigenen Saft, weil der relativ wenig Kalorien dann hat. Hier haben 100 Gramm 109 Kalorien. Und wie viel sind drin? 150 Gramm. Ne? Also noch keine 200 Kalorien, so eine Dose. Ich muss euch unbedingt meinen Thunfischsalat abfilmen, ehrlich. Also wer Thunfisch mag, der muss das echt mal ausprobieren. Das ist so lecker. So, und dann habe ich noch so einen Chili-Mix mitgenommen, wo schon Mais und Bohnen, ja, beides drinnen sind. Oder ist da noch was drin? Ah, da ist sogar, die sind jetzt sogar in Tomatensauce. Seht, da habe ich gar nicht gesehen. Yes, das war tatsächlich unser Wocheneinkauf. Tütchen Nummer 3 ist auch leer. Ja, das war's. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback unten in die Kommentaren. Und dann sehen wir uns tatsächlich schon morgen wieder. Bis dann. Ciao.